Diese Lorentzkraft, die wir jetzt anschauen wollen, tritt also auf, wenn wir ein Magnetfeld haben, das gegeben ist, zum Beispiel durch einen Strom, also erzeugt worden ist durch einen Strom oder auch durch einen Permanentmagneten. Und wir wollen also jetzt einen Strom in diesem Magnetfeld durchschicken und schauen, was mit dem Strom passiert. Dabei kommen wir zu folgendem Ergebnis. Der Strom hat ja eine bestimmte Richtung. Der Strom ist also eigentlich auch ein Vektor. Und der Strom hat einen bestimmten Längenabschnitt L, der in einem Magnetfeld drin ist. Das Magnetfeld soll vielleicht in diesem Fall jetzt mal da nach unten zeigen. Und dann ist die Kraft, die auf diesen Leiter jetzt wirkt, F, die Lorentzkraft, wie folgt: L, die Länge dieses Abschnitts, der da betroffen ist, mal das Kreuzprodukt aus der Stromstärke, also die Stromrichtung und Stärke, kreuz die Magnetfeldstärke. Magnetfeld haben wir vorgesehen, das hat einen bestimmten Wert, hat zum Beispiel einer Spule, kann man das auch ausrechnen, wie groß das ist. Die Stromstärke in Ampere hat auch einen bestimmten Wert. Die Länge hier ist auch entscheidend für die gesamte Kraft. Und diese Lorentzkraft, Lorentz mit TZ geschrieben, lenkt dann diesen Leiter offenbar oder beeinflusst dann diesen Leiter ein wenig. Wir können uns mal schauen, wie diese Richtung ist. Wenn jetzt das I da nach rechts geht und das B nach unten geht, da gibt ja für das Kreuzprodukt diese rechte Handregel, die besagt, wenn ich das Kreuzprodukt habe und zwei Vektoren, also so miteinander vektoriell multipliziere, dann ist der dritte Vektor, der entsteht, eigentlich der dritte Finger, wenn man die ersten zwei Vektoren mit den zwei ersten Fingern beschreibt. Also I, die Stromstärke I, wäre der Daumen, der Zeigefinger wäre das B, das Magnetfeld, und die Kraft wäre dann der dritte Finger, bei der rechten Hand geht das nur in eine Richtung, wenn man normal anatomisch geformt ist. Also wenn wir jetzt hier schauen, I geht da nach rechts, das B geht nach unten, das heißt, I kreuz B, wenn man da jetzt die Situation sich überlegt, ist eine Kraft, die dann auch hier senkrecht auf I und senkrecht auf B nach hinten weist. All das ist senkrecht aufeinander, so haben wir es vorgesehen. Und die Kraft ist sowohl senkrecht auf dem Magnetfeld, als auch senkrecht auf der Stromrichtung. Und zwar meinen wir da immer die technische Stromrichtung. Man kann sich das mit dieser rechten Hand überlegen, man kann auch eine andere Regel dazu verwenden. Man kann nämlich sagen, ich drehe die Stromrichtung auf dem kürzesten Weg in die Magnetfeldrichtung, das wäre also diese Drehung, und nach einer Rechtsschraubenregel wird dann automatisch ein Korkenzieher oder so in diese Richtung gedreht. Wir sehen hier, wegen dem Kreuzprodukt ist diese Kraft am größten, wenn I und B senkrecht aufeinander stehen. Nicht wahr? Der Betrag von I kreuz B. Wenn man den Betrag dieser Kraft anschaut, ist das ja I ohne Vektor, also der Betrag von I mal der Betrag von B mal der Sinus des Zwischenwinkels zwischen I und B. Und wenn also der Zwischenwinkel 0 Grad wäre, also I und B parallel zueinander wären, dann wird der Sinus 0 und wir haben keine Kraft. Also die Kraft ist dann maximal, wenn I und B senkrecht aufeinander stehen. Und das würde dann diese, diesen Strom hier in eine bestimmte Richtung wegziehen. Das gibt also eine Kraft auf so einen Leiter, welche man zum Beispiel nutzen kann in einem Motor. Diese Kraft wirkt auch auf einzelne Ladungen. Man kann damit also auch einzelne Ladungen, zum Beispiel Elektronen, die sich durch ein Vakuum bewegen, auf diese Art ablenken, oder Ionen. Das verwendet man zum Beispiel beim Massenspektrometer oder bei der Ablenkung von Elektronenstrahlen in alten Fernsehröhren. Ich zeige jetzt ein kleines Beispiel dieser Kraft. Für den Strom verwende ich jetzt hier dieses Beispiel. Das ist ein Metallstück, wo nachher Strom durchfließen wird. Und das Magnetfeld erzeuge ich jetzt der Einfachheit halber mit einem Hufeisenmagneten. Wenn ich also nachher das Ganze so zusammenstelle, so, und dann den Strom anschalte, dann fließt also hier Strom durch, diese Richtung,
und der Strom wird im Magnetfeld, das dann nach unten zeigt, eine Kraft erfahren, welche nachher diesen Leiter etwas nach vorne schiebt, solange der Strom fließt. Machen wir das mal. Ich schalte jetzt ein. So, wir sehen, das drückt es wirklich nach vorne. Nochmals. Einschalten, gibt eine Kraft nach vorne. Und ich könnte jetzt das Magnetfeld zum Beispiel umdrehen, also so. Und nochmals einschalten, da geht die Kraft in die andere Richtung. Sieht man sehr schön. Auf die Art werden also im Prinzip auch Elektromotoren angetrieben. Wir brauchen also ein Magnetfeld, wir brauchen einen Strom. Und man kann also damit aus Strom Bewegung machen. Wie gesagt, Strom in Bewegung umwandeln, das ist das Herz der Elektromotoren. Geht also über die Lorentzkraft. Wie so oft ist es auch in der Physik so, dass man dann auch so einen Effekt umdrehen kann. Also wenn man aus Strom Bewegung machen kann, kann man sich überlegen, kann man nicht auch umgekehrt aus Bewegung in einem Magnetfeld Strom erzeugen. Das Magnetfeld ist ja hier das Entscheidende, das vermittelt ja diese Aktionen. Kann ich nicht auch aus Bewegung Strom machen? Und auch dieser Effekt ist möglich. Und das geht dann um den wichtigen Begriff Induktion. Ein Begriff, den man dann auch zum Beispiel benutzt beim Strom- oder Spannungsgenerator oder beim Dynamo.